Jo, hallo Freunde und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, ich habe vor kurzem beim Andi 1878 ein interessantes Video gesehen, wo er ja jetzt nicht direkt zu einer VA aufgerufen hat, aber halt gesagt hat am Ende des Videos, ob es irgendwie bei uns in der Gemeinde welche gibt, in der Messergemeinde welche gibt, die ja sogenannte Blind Points noch haben, die sie noch nicht bekommen haben oder wo kürzlich vielleicht sich mal tatsächlich was arrangiert hat und man dann doch noch zu etwas gekommen ist, wo man schon lange hinterher ist, irgendein Wunsch, den man noch hat und oder hatte. Und ja, tatsächlich ist es bei mir so, dass zufällig kurz zuvor, 2 Wochen zuvor, ich zu letztlich noch zu 2 Messern gekommen bin. Zwar nicht, also von einem gewissen Hersteller, aber nicht genau die Modelle, die ich eigentlich haben wollte zunächst. Das lag aber auch nur daran, dass ich gar nicht wusste, wie viele Modelle dieser Hersteller überhaupt hat. Und bevor ich jetzt lange rede, es sind insgesamt 3 Messer, also zwei jetzt, die ich vor 2 Wochen ungefähr, die mich da erreicht haben, denen ich schon wirklich lange dran war. Und eines, das habe ich hier tatsächlich schon vorgestellt, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, aber das gehört dann halt auch einfach mal dazu. Aber kommen wir doch mal jetzt zu den für mich, würde ich sagen, jetzt für dieses Video interessanteren Messern. Und da würde ich sagen, damit man jetzt nicht direkt weiß, ich will es ein bisschen spannend halten, um was es sich geht, halte ich doch einfach mal die Pouches in die Kamera. Und das wären diese beiden wunderschönen Stücke, wie ich finde. Also alleine schon, da können sich wirklich manche Hersteller eine dicke Scheibe von abschneiden, weil alleine schon, ja, guckt euch das mal an hier. Ja, das ist hier so dieser geschlossene Reißverschluss, der ja dann auch Wasser- und Staubabweisend ist. Das finde ich schon bemerkenswert. Ja. Alleine, ich meine, gut, die Preise sind auch relativ saftig bei District 9 Knives, wie man es hier lesen kann und schwer erkennen kann. Geiler 3D-Patch. Aber dann, ich sag mal, ja, ne, sowas erwartet man irgendwie dann bei gewissen Preisen oberhalb der, ja, 400, 500 Euro erwartet man doch eigentlich so etwas dazu. Ja, auch hier innen drin, ja, Wahnsinn. Tolle, sehr tolle Verarbeitung, richtig stabile Taschen, ein wahnsinnig robuster Reißverschluss. Klettverschluss, Entschuldigung. Und natürlich auch hier haben wir den. Haben wir diesen verschlossenen gummierten Reißverschluss, der dann wasser- und staubabweisend ist. Ja, District 9 Knives. Ich war lange dran, habe das mal irgendwann zufällig in einem Video oder was weiß ich gesehen. Irgendwo habe ich es gesehen und habe mir nur gedacht, was ein geiles Messer. Muss jetzt aber sagen, es ging da eigentlich in diesem Teil, was ich da gesehen habe, um das heißt Hypocenter. Hypocenter? Ja, ich glaube Hypocenter. Bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube Hypocenter heißt das Messer. Das Modell. Und da war ich ewig hinten dran her und aber nirgendwo gesehen und dann, keine Ahnung, auf irgendwelchen Shops im Ausland, dann habe ich mich nicht getraut, das da zu bestellen, weil keine Ahnung, was dann ankommt, ob das dann wirklich was Originales ist. Und ich wusste ja auch gar nichts über das Messer selbst. District 9, ja gut, kann jeder irgendwie sagen. Mittlerweile bin ich ein bisschen schlauer geworden. Vermutlich werden da viele Modelle, viele Messer in der sehr bekannten und hochgeschätzten Schmiede von Riyadh Knives oder Riate Knives gefertigt, je nachdem, wie man es jetzt richtig ausspricht. Und
Ich glaube, da ist alles gesagt. Wer sich so ein bisschen in der Szene auskennt, der weiß genau, Reate Knives, die machen wirklich qualitativ sehr, sehr hochwertige Messer. Da bleibt meistens kein Wunsch unerfüllt, sage ich jetzt einfach mal. Und ja, aber ich möchte jetzt nicht lange quatschen, sondern euch das erste Modell einfach mal zeigen. Und das ist das Brachialste. Und dann erzähle ich mal ein bisschen von der Geschichte, wie ich dazu gekommen bin. Und dann ist es hier auch schon. Ja, wer mich kennt, wer meine Videos so ein bisschen verfolgt, der weiß genau, ich mag brachiale Messer. Das Teil hier ist durchaus als brachial zu bezeichnen. Und das ist das. Ja, District 9 Knives Messer hier mit dieser Feder mit diesem federunterstützten Clip. Ja, absolut massiver Titanpanzer. Diese Achse, die sucht seinesgleichen. Also, das Ding ist einfach nur krass. Ja, wir haben hier 400 Gramm Messer, 400 Gramm Titan. Eine Mischung aus Titan und M390 Stahl. Also das ist wirklich, wie gesagt, da bleiben keine Wünsche offen. Ja, Vorführeffekt. Ja, zu dem Messer oder zu diesen Messern, da ist noch ein zweites dabei, das ich euch jetzt gleich zeigen werde. Passt ja kaum in die Kamera. Werde ich ein extra Video machen, ja, also um das Messer näher vorzustellen. Hier soll es tatsächlich gehen um um die Videoantwort für den Andy 1878. Und ja, hier vielleicht noch ganz kurz, das kann ich ja ruhig mal hier an der Stelle sagen. Hier haben wir dann, wie ihr seht, noch so ein Pin. Ein Stift eingeschraubt, den kann ich hier verwenden, um den hier nochmal einzulassen. Und dann haben wir hier tatsächlich quasi eine feststehende Klinge. Ja. Das funktioniert auch im geschlossenen Zustand. Also ich kann dann die Klinge auch sichern und somit sollte, dürfte es eigentlich auch ein 42 A-Klopper sein. Ja, Klopper muss man da wirklich sagen, dass ich hier das nicht. Dass ich hier keinen Mist baue. Ja, komm, das kann ich auch später noch machen. Das lege ich mir hier auf Seite jetzt. So wichtig ist das nicht. Es geht ja um das Messer selbst. Ja, dann lege ich das mal so rum. Sonst liegt das so ein bisschen unschön da. Da ist es das. Achso. Katastrophe. Katastrophe, wie auch immer. Kann ich mal kurz hier zeigen. Nee, andere Seite. Ein bisschen aufpassen, dass ich mich nicht schneide. Das Messer ist nämlich unheimlich scharf. Hier seht ihr es. Hier ist es eingemarkt, M390 und Catastrophe. Das Messer ist tatsächlich eine Katastrophe. Aber im positiven Sinn. Oder führt Katastrophen herbei. So würde ich es interpretieren. Ja, dann kam noch was dazu. Und zwar ist es dieses schöne Stück. Ja, hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ebenfalls District 9 Knives. Auch hier der Clip mit einer sehr, sehr strammen Feder unterstützt. Also diese Messer hier sind, also wenn man die auch in der Hand hält, ne, die sind schön, toll verarbeitet. Wie gesagt, vermutlich 100% weiß ich es nicht, aber da gibt es Kooperationen und da gibt es auch Riyadh Knives hat da Modellvarianten, die mit District 9 gemarkt sind. Also es liegt halt einfach nah, auch wenn man hier die Verarbeitungsqualität sieht, das ist schon, das wird schon so sein, ja. Hier auch, dieses Modell heißt Freedom. Das ist ein relativ kleines Messer. Aber seht euch mal ich kann es nicht anders ausdrücken, geile Tanto-Klinge an. Also Tanto ist ja normalerweise nicht so mein Fall. Aber hier, wie in dem Fall, gefällt mir dieser Schliff einfach unheimlich gut. Das ist halt, das mag ich halt. Ja. Und das hier ist halt einfach, ja. Ebenso gefällt mir richtig gut. Dieses American Tanto, das dann hier direkt so scharf hochgezogen ist, gefällt mir normalerweise nicht so gut, aber das hier, das hat einfach was, ja. Und hier haben wir
Hier haben wir Messing-Einsätze auf beiden Seiten. Hier haben wir nochmal District 9 Knives. Übrigens auch natürlich Titan, ja, Stonewashed. Ja, eine unheimlich geile Linienführung. Sehr, sehr stabiles Messer auch. Auch wenn es deutlich kleiner ist wie das Catastrophe. Hier haben wir die neuen District, für die District 9. Und hier haben wir nochmal District 9 Stahl 20 CV 2022. Ich schätze mal, das ist Produktionsjahr, das weiß ich nicht genau. Es ist halt unheimlich wenig im Internet zu finden. Ich habe wirklich ordentlich recherchiert. Da werde ich aber im zweiten Video auch nochmal darauf zu sprechen kommen. Man findet kaum was, kaum auch Modelle bei AliExpress. Aktuell das Freedom zu haben, das Catastrophe, habe ich nirgends gefunden, dass es das noch zu kaufen gibt, irgendwie für den europäischen Markt. Sehr, sehr schwer. Ja, aber ich hatte das Glück, hier diese beiden tollen Stücke ergattern zu können. Und zwar, ja, war das irgendwie in einem Gespräch in einer der Gruppen, in denen ich da vertreten bin. Man hat sich so ein bisschen unterhalten hin und her. Und ja, dann habe ich da jemanden kennengelernt und habe dem halt nahegelegt, dass ich da auch District 9 Knives schon länger hinten dran her bin. Und da sagt er, ja du, ich habe da zwei zu verkaufen. Ich, wie was? Ja, wenn du möchtest. Und ja, eigentlich hätte ich es nicht können. Ich habe es dann aber möglich gemacht. Irgendwie, wir haben da so ein bisschen hin und her verhandelt. Und dann hat er mir das möglich gemacht. Und ja, Guido, an der Stelle möchte ich dich hier auch nochmal grüßen übers Video und möchte dir nochmal sehr, sehr herzlich dafür danken, dass du mir das hier ermöglicht hast. Weil ja, tatsächlich, da bin ich schon jahrelang hinten dran her, diese Messer hier, beziehungsweise ich war ja hier so auf das Vorgängermodell von dem hier, das Hypo Center. War ich ja so hinten dran und ja, und das hier ist das Nachfolgemodell. Okay, das ist jetzt auch nicht schlechter, ja. Aber das Hypocenter, wenn ich die Möglichkeit bekomme, das ist so ein bisschen kleiner. Aber ja, ähnlicher Schliff und alles. Es ist nicht ganz so aggressiv wie das hier in der ganzen Aufmachung. Also hier sieht man, dass das Teil ist halt einfach, wie ich sage, wie ich das Ding in der Hand hatte, hatte ich dem Guido gesagt, das Ding sieht aus wie das Backup-Messer von Predator. Irgendwie, das heißt zwar District 9, ne, jeder kennt ja den Alien-Film District 9, aber das hier ist definitiv das Backup-Messer von Predator. Also anders kann ich es nicht in Worte fassen. Das so sieht es auch genau aus, irgendwie, ja. Ja, es ist absolut, absoluter Kracher. Wahnsinn. Was ein Titanblock hier, ne? Ja, das sind tatsächlich und wären es auch immer, das wäre wirklich so ein Blind Point gewesen. Ich habe da eigentlich auch gar nicht dran geglaubt noch, dass ich das da irgendwie mal noch ergattern könnte, die Marke. Ja, und jetzt habe ich hier sogar doppelt liegen. Ja, was will man da sagen? Das war halt wirklich ein purer Zufall. Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Kurz gequatscht, der Guido. Ein super, super netter Typ. Sehr, sehr zuvorkommend, entgegenkommend. Also ich finde, den kann man nur in den höchsten Tönen loben, weil er echt ein klasse, richtig klasse, feiner Kerl ist. Der ist mir da. Er wollte es auch erst gar nicht verkaufen, zumindest mal nicht das Catastrophe. Er hat gesagt, das bereue ich bestimmt, ich weiß nicht, aber ja, er hat da halt selber noch einen Wunsch, was er sich erfüllen möchte, jetzt zu Weihnachten, und dafür braucht man halt Geld. Dann kennt ja jeder von uns, manchmal, wenn man dann noch einen höheren Wunsch hat, obwohl man da schon was liegen hat, was besonders ist, dann muss es einfach weichen und dann muss man das Geld haben für was Neues. Und der Guido wird sich auf jeden Fall was Tolles bald zu Weihnachten leisten, aufgrund dessen, dass er mir halt auch diese beiden Messer verkauft hat. Ja, das fließt da mit ein. Ja, dann war das andere, darüber habe ich ja schon ein Video gemacht, und zwar das, ja, das Zero Tolerance 0850 CF in der Sprint Run Version.
Ein Sienkiewicz Rex Ford Design. Ja, das Messer habe ich tatsächlich auch vorher nicht gekannt. Ich bin, gebe es zu, ein Zero-Toleranz-Fan. Nicht für alle Modelle, aber viele. Und das hier habe ich gar nicht gekannt. Hatte ich gar nicht auf der Uhr. Habe das gesehen auch in einem der Messermärkte im Netz beziehungsweise bei Facebook. Und das wurde da angeboten. Und ja, was soll ich sagen? Das war so eine Nummer. Das war ein Kerl mit einem, wie man so schön sagt, mit einem Fake-Profil. Also der hat da, da ein Name von der Adams Family, der Junge, ich komme jetzt nicht gerade drauf, wie er heißt, angegeben. Kein echtes Profilbild, keine Informationen, nichts. Es war wirklich, also das schrie förmlich danach, dass ich da beschissen werde. Und das Schlimmste noch an der Sache ist, der war gar nicht in Deutschland, hat der Mann gesessen, sondern in, wo waren das, wo habe ich das jetzt nochmal her? Na, ich komme jetzt gerade nicht drauf. Aber hier, es war auf jeden Fall hier noch in Europa, aber nicht Frankreich, nicht England, wie ist er da? Es war auch nicht Schweden. Auch nicht die Tschechei. Ich komme jetzt nicht drauf. Ist auch egal. Ich möchte da jetzt nicht das Video zu lang hinziehen. Auf jeden Fall, ja, das ist alles hat danach geschrien. Er wollte einen gewissen Preis haben. Da möchte ich jetzt nicht unbedingt drüber reden, aber auch ne, mehrere hundert Euro ist klar, weil ein sehr, 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 sehr seltenes Messer. Das wird man nicht oft finden. Weil ich habe Zero Toleranz angeschrieben, die mal gefragt, ob die mir da sagen können, wie oft das Messer produziert wurde, also speziell auch diese Sprintrun-Version, die konnten mir da selbst gar keine Auskunft geben. Nur so viel haben die mir geschrieben, dass es sehr selten ist. Also schon relativ eng bestückt dann auch noch in dieser Neuauflage produziert wurde. Und ja, jedenfalls, ich hatte Glück. Ja. Ich habe mit ihm hin und her geschrieben. Er hatte eine einzige positive Bewertung irgendwo. Das muss aber ja auch nichts heißen. Ich habe gedacht, komm, scheiß drauf. Überweis die Kohle. Wenn sie weg ist, hast du ordentlich Lehrgeld bezahlt. Dann machst du es nie wieder in deinem Leben. Aber wenn du vielleicht jetzt mal, ne, pokerst, vielleicht hast du das große Glück. Und mit dem Messer hatte ich das große Glück. Das ist echt. Es ist kein Fake, es ist ein wunderbarer, absolut toller Folder mit einem wunderschönen Carbon, mit wunderschönen Carbon-Scales und hier mit einem wunderschönen Titan-Clip. Ja, das würde ich mir tatsächlich von Zero Toleranz, das ist das, was ich ja immer bemängelt habe. Die Clips, die sehen immer so billig aus im Gegensatz zum Rest vom Messer. Das ist hier tatsächlich anders. Solche Clips, liebe Leute bei Zero Toleranz, das wünsche ich mir. Ja, und das war dann halt, ich möchte es hier auch bei 3 halten. Das war dann halt wie beim Andy, der es im Video ja auch gehalten hat, 3 Messer, die da noch seine Lücke gefüllt haben. Ja. Das ist meine Videoantwort für dich, Andy. Ich hatte dieses Jahr wirklich Glück gehabt mit diesen 3 wundervollen Modellen. Die werden mich auch ganz sicher so schnell nicht mehr verlassen. Wie gesagt, zu den District 9 Knives folgt natürlich auch noch ein ausführlicheres Video über die Messer. Das werde ich jetzt gleich hier am Anschluss an dieses Video noch abdrehen. Und zuerst kommt natürlich dem Andy seine Videoantwort. Ja, und was er in seinem Video halt auch noch gesagt hat, oder was du in deinem Video halt auch noch gesagt hast, gezeigt hast, dass Sascha Thiel Officer, ja, das wäre halt auch so. Da war ich halt auch einige Male dumm, habe nicht zugeschlagen. Das wäre jetzt auch noch so ein Träumchen, was ich mir gerne erfüllen würde, wenn ich da irgendwann mal irgendwie, ja, dazu komme, so eins zu bekommen, würde ich da natürlich auch noch mal zuschlagen, weil, ja. Keine Ahnung, warum ich da das in vergangener Zeit nicht gemacht habe. Vielleicht andere Sachen im Kopf, ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Manchmal entscheidet man sich eben für gewisse Dinge nicht und dann ärgert man sich nachher schwarz so ein bisschen. Aber ja, ganz so schlecht ist es ja für mich offensichtlich nicht gelaufen dieses Jahr. Und ja, ich hoffe, vielleicht animiert dieses Video ja auch noch andere, eine VA für einen Andi zu machen, würde uns natürlich alle freuen.
Ja, das hier waren auf jeden Fall meine Blindspots, wo ich nie gedacht hätte, dass ich die jemals in den Händen halte. Und doch sind sie jetzt bei mir. Okay, liebe Freunde, bevor ich jetzt hier mich auch wieder um Kopf und Kragen quatsche, was mir ja gerne mal öfters passiert, ja, danke ich euch fürs Reinschauen. Hoffe, die Modelle haben euch gefallen. Schaut dann auch bitte ins nächste Video, denn das ausführliche Video für die District 9 Knives folgt natürlich bald, wie schon gesagt. Und ja, liebe Freunde, bleibt gesund, habt euch wohl und hoffentlich bis bald. Ciao.